Die Börsen laufen wieder ganz gut, aber Rohstoffe und Rohstoffaktien, die haben schwer enttäuscht. Warum ist das so? Haben Rohstoffaktien jetzt vielleicht Nachholbedarf? Können sie das wieder aufholen? Und wovon hängt das ab? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Hallo? Ja, wo bist du denn? Jetzt komm her, komm her, komm, komm, jetzt komm her, verdammt nochmal, ich weiß doch, dass du da bist. Entschuldigung, Entschuldigung, ich suche nur gerade den Rohstoff-Superzyklus. Er muss hier irgendwo sein. Weil wir reden ja schon seit Jahren davon, dass da der große Superzyklus kommt oder dass wir da sogar schon mittendrin sind. Und es gab ja auch eine Rohstoffrallye in der Corona-Krise, die hat sich dann am Anfang vom Ukraine-Krieg auch nochmal verstärkt. Aber kaum haben alle gesagt, dass das jetzt das große Ding ist, da war es auch schon wieder vorbei. Das ist der GSCI Commodity Index. Das ist ein breit gestreuter Index mit verschiedenen Rohstoffen. Der Einjahreschart von TradingView. Seit einem Jahr spätestens geht es durchgehend und deutlich abwärts. Seit letztem Sommer also schon. Und für die, die auf den Superzyklus gehofft haben, da ist es umso bitterer, weil der übrige Aktienmarkt, der hat sich im Vergleich dazu ja relativ gut entwickelt. Hier nochmal der GSCI-Index relativ zum Beispiel zum breiten S&P 500-Index in Gelb. Da geht es seit Herbst wieder aufwärts. Und damit kann man sagen, der Rohstoffsektor hat nicht nur enttäuscht, sondern er hat sich auch noch vom übrigen Aktienmarkt negativ abgekoppelt. Es war ein Underperformer. An den Börsen an sich, die sind ja zum Großteil wieder gestiegen und das in einem schwierigen Umfeld, obwohl wir immer noch hohe Zinsen haben, obwohl in den USA eine Rezession droht, obwohl Deutschland und die Eurozone sogar schon in einer Rezession sind. Und der DAX, der hat ja sogar vor ein paar Wochen nochmal ein neues Rekordhoch erreicht. Trotz Rezession und trotz Baerbock und Habeck. Oder vielleicht ja sogar wegen Baerbock und Habeck, aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Und in der gleichen Zeit ist aber eben zum Beispiel Eisenerz auf Sicht von einem Jahr um 20% gefallen, Nickel um 23%, Kobalt um fast 60%, Brennöl um fast 40% und auch Weizen um über 40%. Gold und Silber waren die Ausnahme, die liegen im Plus auf Jahressicht, aber da ist natürlich auch die Kaufmotivation eine andere. Und es hat ja auch alles irgendwie seine Logik. Die breiten Aktienmärkte, die steigen ja nicht darum, weil alle glauben, wir sind jetzt mitten in einem Wirtschaftsboom, sondern im Gegenteil, dass die Konjunktur weltweit schwächelt. Das ist, glaube ich, Konsens, würde ich sagen. Die Aktienmärkte steigen darum, weil man den Eindruck hat, die schwache Konjunktur, die drückt jetzt auch die Inflation wieder runter und dadurch sind aber vielleicht auch die Leitzinserhöhungen bald vorbei und die Zukunft wird sozusagen wieder besser als das, was wir jetzt haben. Ob das stimmt, ist die andere Frage. Und zusätzlich haben wir dann natürlich auch noch so Sonderthemen, so wie künstliche Intelligenz natürlich und diese Dinge. Aber davon unabhängig, dass auch die Wachstumsaktien an sich wieder besser laufen als alle anderen Aktien, das passt ja grundsätzlich auch ins Bild, weil man davon ausgeht, dass die am meisten profitieren würden von fallenden Zinsen. Nur Rohstoffe im Gegensatz dazu, die sind eben zyklisch und die Nachfrage danach ist eben auch zyklisch und auch konjunkturabhängig. Trotzdem, es ist eine Enttäuschung, weil die Rohstoffbullen vor einem Jahr oder so, die haben nämlich so getan, als würde das keine Rolle spielen und die haben uns gesagt, wir laufen trotzdem bei vielen Rohstoffen in eine Unterversorgung rein, weil zu wenig investiert wird in die Erschließung von Rohstoffen und weil bei einigen Rohstoffen auch die Nachfrage stark steigen soll. Durch die Energiewende zum Beispiel. Das Paradebeispiel ist Kupfer.
eine stark steigende Nachfrage angeblich durch Elektroautos, durch neue Stromnetze, durch Windkraftanlagen und so weiter. Vielleicht ja sogar auch durch Wärmepumpen, wer weiß es schon. Ohne Kupfer, sagt man jedenfalls, ohne Kupfer keine Energiewende. Und hier haben wir Kupfer, auch da ein Jahreschart. Und da kann man sagen, es hat sich ja sogar noch relativ gut gehalten im Vergleich. Von Herbst bis Winter hat sich sogar zeitweise noch mal ziemlich gut erholt. Aber auch Kupfer liegt im Jahresvergleich 12% im Minus und auch Kupfer geht seit ein paar Monaten wieder runter. Und hier haben wir eine Prognose für die Kupferproduktion bis 2030. Habe ich schon mal gezeigt, ist in dem Fall von Standard & Poor's. Das hellbraune ist Produktion von Minen, die schon in Betrieb sind. Da sehen wir, das soll ab 2025/26 deutlich zurückgehen. Dann das dunkelbraune, neue Minen, die schon beschlossen sind, die aufgebaut werden, und zusätzlich dann noch in grün und gelb wahrscheinliche neue Minen und auch solche, die auch noch irgendwie denkbar sind, dass sie noch dazukommen. Die würden die Produktion wieder hochtreiben. Und hier die gestrichelte Linie dazu, das ist die prognostizierte Nachfrage aber. Das variiert je nachdem, wer die Prognose macht, ist klar. In dem Fall ist es so, dass die Produktion 2-3 Jahre noch Schritt halten würde mit der Nachfrage und dann aber ab 2025/26 nicht mehr. Und 2030 wären wir dann schon bei einem Jahresdefizit von 3 Millionen Tonnen. Das ist das eine. Wir sehen andererseits aber auch, wenn die Nachfrage kurzfristig nicht großartig steigen würde, dann hätten wir vielleicht sogar erstmal ein Überangebot, weil die Produktion steigt ja erstmal. Und ich halte das auch für denkbar. Mehr als 50% von der Kupfernachfrage kommen aus China. Davon kommt die Hälfte aus dem chinesischen Immobiliensektor. Und die Erholung, die wir gesehen haben vom Kupferpreis letzten Herbst, die ist eindeutig dadurch gekommen, dass in China die Lockdowns aufgehoben worden sind. Und jetzt merkt man aber, dass die Erholung in China doch nicht so stark ist, wie alle gedacht haben. Und jetzt fällt Kupfer wieder. Und vor allem dem chinesischen Immobilienmarkt, dem geht es ja immer noch nicht besonders gut. Es gibt jetzt die Hoffnung, dass Peking speziell den Immobiliensektor noch mehr stützen könnte. Ob das dann erfolgreich ist, davon hängt natürlich für Kupfer jetzt auch ziemlich viel ab. Und apropos Immobilienmärkte aber, sehr viel von der Kupfernachfrage kommt natürlich aus dem Bausektor. Und da sieht es weltweit nicht besonders gut aus zurzeit, wegen der immer noch hohen Zinsen. Und auch wenn sich die Immobilienpreise halbwegs gut halten in manchen Ländern, aber die Bautätigkeit, die geht in vielen Ländern jetzt stark zurück. Und gerade das ist natürlich für Kupfer auch schlecht. Ich will es nochmal gesagt haben, wir haben bei Rohstoffen das Problem, dass oft nur dann darüber berichtet wird, wenn irgendjemand eine super bullische Prognose raushaut, oder bei Edelmetallen ist es ja ganz besonders schlimm, dass hauptsächlich auch nur von den Leuten darüber berichtet wird, die sowieso immer der Meinung sind, dass diese Rohstoffe immer steigen werden. Aber es gibt eben immer auch eine andere Seite. Und ich habe hier zu Rohstoffen auch schon einige Videos gemacht. Ich finde den Rohstoffsektor ja sehr interessant, aber ich habe eben auch gerade auch in der Zeit, in der viele geredet haben vom Superzyklus, auch versucht, da immer auch ein bisschen Euphorie wieder rauszunehmen, weil meiner Meinung nach war da auch viel überhitzt schon. Falls Sie die Videos damals nicht gesehen haben, einfach meinen Kanal abonnieren, dann passiert Ihnen das nicht mehr. Dabei auch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie die neuen Videos von mir auch immer angezeigt und Sie verpassen dann auch nichts mehr. Grundsätzlich gilt im Moment schon noch Vorsicht. Wie gesagt, die Börsen steigen darum, weil man denkt, der Inflationsdruck geht zurück. Und das ist aber zu einem guten Teil eben auch den gefallenen Rohstoffpreisen zu verdanken. Das ist also eine der wichtigsten Voraussetzungen eigentlich dafür, dass der übrige Markt überhaupt noch hochkommt. Und das ist auch nicht das erste Mal so. Hier haben wir nochmal den GSCI Commodity Index und den breiten S&P Index im Vergleich, diesmal aber auf 10 Jahre.
ab der Corona-Krise 2020, da ist ja endlich auch der Rohstoffindex hochgeschossen. Aber die ganzen Jahre vorher, es war wirklich ein Trauerspiel. Und das in einer Zeit, in der der übrige Markt ja auch immer weiter gestiegen ist. Und so 2016, 2017, da habe ich mir oft gedacht, wenn die Aussichten insgesamt so fantastisch sind, wie das der Aktienmarkt anzeigt, dann wäre es ja wirklich nur logisch, wenn die Rohstoffe endlich deutlich nachziehen. Und das meiste war ja damals viel besser auch als heute. Wir haben damals niedrige Zinsen gehabt und der chinesische Immobilienmarkt hat noch geboomt. Und dann auch noch die großen chinesischen Infrastrukturprogramme. Und die Energiewende, die gab es damals ja auch schon im letzten Jahrzehnt. Trotzdem, es hat dem Rohstoffsektor alles nichts geholfen. Und auch damals war es so, dass die niedrigen Rohstoffpreise ja auch eine Voraussetzung dafür waren, dass die Zinsen unten bleiben konnten und die Börsen oben. Das sollte man schon im Hinterkopf haben. Auf der anderen Seite, die Argumente für den Rohstoffsektor, die sind natürlich auch stark. Speziell eben dieses berühmte Argument, dass zu wenig investiert worden ist in die Erschließung von Rohstoffen. Es gibt immer weniger große neue Vorkommen. Neue Minen werden auch immer teurer. Der Aufbau dauert immer länger. Und die Rohstofferschließung, die war einfach auch nicht mehr die große Priorität die letzten Jahre. Die Konzerne sind da vorsichtiger geworden. Und von den Investoren, da war das auch so gewollt. Hier ist ein Chart von Mining.com. Die Daten sind von BMO, McKinsey und Wood Mackenzie. Der Anteil des operativen Gewinns der globalen Minengesellschaften, der wieder reinvestiert worden ist in neue Minen oder neue Explorationen von 2000 bis 2022. Man sieht natürlich, dass es stark zurückgegangen die letzten Jahre. Lieber auf Nummer sicher gehen eben und lieber das Geld ausschütten an die Aktionäre. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber so kommt man natürlich an die Rohstoffe, die wir brauchen in Zukunft, sehr wahrscheinlich nicht. Und hier noch eine andere Grafik von Visual Capitalist, die Rohstoffpreise im Vergleich zum breiten US-Aktienmarkt seit 1970. Dadurch, dass der Aktienmarkt schon so enorm stark gestiegen ist, dadurch sind Rohstoffe relativ zu Aktien so niedrig bewertet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und hier ist noch eine von meinen Lieblingsgrafiken, die ist von Bloomberg. Das war der Moment in der Technologieblase 2020, als der Börsenwert von Zoom kurzfristig höher war als der vom Ölkonzern ExxonMobil. Das hat sich natürlich inzwischen wieder umgekehrt. Exxon ist heute 20 mal so viel wert wie Zoom. Und nichts gegen Zoom jetzt hier. Also es ist praktisch, es wird von vielen benutzt und so weiter, aber im Vergleich zu einem Ölgiganten wie Exxon ist es natürlich wirklich nur ein kleines, digitales und auch austauschbares Gimmick. Und ich zeige die Grafik so gern, weil das so aberwitzig war damals. Und es ist aber immer noch symptomatisch. Es fließt immer noch immens Geld in digitale Geschäftsmodelle hauptsächlich, weil da erhofft man sich große Erfolge, da erhofft man sich große Durchbrüche. Und die übrigen Wirtschaftsbereiche, inklusive dem Rohstoffsektor, die werden aber natürlich zum Teil negiert. Und das wird uns in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen irgendwann mal doch auf die Füße fallen. Und darum kriegen Sie von uns morgen auch einen neuen Zukunftsmärkte-Report mit drei Rohstoffen, von denen wir sagen, das sind zurzeit so mit unsere Lieblinge im Rohstoffsektor. Da wird es langsam interessant. Da können wir uns vorstellen, dass wir inzwischen wieder eine interessante Konstellation haben, die man auf jeden Fall im Auge haben sollte. Und die Reports von uns, die sind gratis. Und wenn Sie es noch nicht kriegen, Sie bekommen die auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Morgen geht dieser neue Gratis-Report raus, also tragen Sie sich rechtzeitig noch ein dafür, wenn Sie ihn noch nicht bekommen. Ist er noch irgendwo da draußen, der Superzyklus? Auch wenn er etwas lediert ist jetzt wahrscheinlich und wenn er vielleicht hilflos draußen umherirrt. Ich glaube, ja, ich glaube, früher oder später steht er wieder vor der Tür. Und es muss ja erstmal auch nicht gleich der große Superzyklus sein. Es reicht ja auch schon eine gewisse Preiserholung.
Ich würde kurzfristig Rohstoffaktien noch nicht übergewichten und man muss sich auch darüber klar sein, diese Erholung, auf die man dann hofft, die kommt jetzt auch nicht schon zwingend heute oder morgen. Es gibt da immer noch ein Risiko in dem Sektor, es gibt immer noch eine gewisse Fallhöhe und da hilft auch kein Wunschdenken. Und wenn man jetzt Rohstoffaktien kauft, dann macht man das eben als antizyklischer Investor auch, wo man eher mittelfristig denkt und wo man vielleicht nach und nach Positionen ausbaut. Aber das Gute ist natürlich, man kauft jetzt natürlich deutlich günstiger ein in dem Sektor als vor einem Jahr. Und Rohstoffaktien sind eben auch eine sehr gute Streuung, weil, wie wir gesehen haben, es ist ein Sektor, der sich zum übrigen Markt auch gegenläufig entwickeln kann. Darum gehört er auch in jedes breit gestreute Depot. Also denken Sie daran, dass Sie sich noch unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report besorgen für morgen. Da gibt es dann eben noch ein bisschen zusätzliche Inspiration für Sie, wenn Sie sich für Rohstoffe interessieren. Das Ganze auf www.zukunfts-märkte.de. Und wir bleiben hier natürlich auch dran an diesem Sektor, der immer noch spannend ist natürlich und der immer noch auch gute Zukunftsaussichten hat. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.